Liebe Zuschauer, im nachfolgenden Dokumentarfilm setzt sich der Autor mit einem wichtigen Problem unserer Gesellschaft auseinander, nämlich mit der unheimlichen inneren Sicherheit. Denn zu schnell könnte der oft beschworene Überwachungsstaat Wirklichkeit werden. Sehen Sie, Freiheit stirbt mit Sicherheit. Dass in einer Gesellschaft, die schnell sich wandeln muss, innere Reibung eliminiert wird bei einer möglichst zielgenauen Qualität des Ergebnisses, auch dies gehört zu den Standortqualitäten, vor denen wir stehen. Durch treten Effekte auf, die ich nicht vorhersagen kann. In einer Handvoll Erde ist ein dermaßen hochkomplexes Ökosystem, das wir einfach nicht verstehen. Wurzelraumsysteme, die können wir noch nicht analytisch beschreiben. Und wenn wir da ein Gen drin ändern. Also ich denke, dass man schon darüber nachdenken muss, wie man mit radikalen, auch anti-autoritären Aktionen wirklich öffentliches Bewusstsein herstellt. Wenn ja alle, wie wir ja alle wissen, so viel Zeit nicht mehr bleibt. Und ich denke, dass solche Sachen wie die Bewegung der kritischen Aktionäre, die ich für eine ganz wichtige Sache gehalten habe, weil sie wirklich da mal das Licht drauf wirft, wo denn die Entscheidungen eigentlich fallen und wer dafür verantwortlich ist und wer denn daran verdient, an diesen Entscheidungen. Es hat jahrelang breit angelegte Überwachungen gegeben, Überwachungen von Leuten, die bekannt waren dafür, dass sie sich gegen die Anlagen in Gorleben engagiert haben. Da hörten wir, dass vom neuen Forum welche drin sind. Und da haben wir gedacht, jetzt ist unsere Stunde da, irgendwie müssen wir damit rein, diese Bastion zu nehmen. Das war uns also unwahrscheinlich, dass das gelungen sein konnte. Wir sollten also nicht immer nur an die Opfer denken, sondern auch sollten auch an die Spitzel denken, was mit denen geschieht, wie die zugrunde gehen und wie die dadurch zu immer willfährigen Werkzeugen gemacht werden. Die Frage ist nur, der Punkt ist nur, dass in einem parlamentarischen System nicht eine Bürokratie über ihre weitere Existenz zu entscheiden hat. Des US-Verteidigungsministeriums in Washington wurden am ersten Tag des inzwischen fortgesetzten Bombardements rund 100 irakische Luftstützpunkte zerstört, strategische Ziele in Bagdad und Basra getroffen sowie chemische und atomare Anlagen ausgeschaltet. Präsident Bush wiederholte, es gehe um die Befreiung Kuwaits. Soeben hat ein dritter Luftangriff auf den Irak begonnen. Bis zum Nachmittag sind mehr als 1000 Einsätze geflogen und über 18.000 Tonnen Bomben auf den Irak geschossen worden. Die irakische Bevölkerung und die Armee machen sich auf eine zweite schwere Nacht gefasst. Leute, ne? Die das zerrissen haben da oben.
Ich glaube, wir können voneinander lernen und auch unsere Erregungen, die wir haben, unsere Enttäuschungen. Tatsache ist, dass unmittelbar vor diesem Polizeieinsatz aus einem Streifenwagen des zivilen Streifenkommandos der Funkspruch gefallen ist, man wolle diese Gruppe platt machen. Ja, ich bin Holger Jenicke, bin 30 Jahre alt und seit 3 Jahren Reviereinsatzführer auf einem Revier, das ist also ein Wachdienstgruppenleiter, der Vorstand einer Schicht sozusagen. Und ich glaube, so gerade diese Probleme so um die Flora, das ist doch vielen Kollegen schon klar geworden, dass es da um mehr geht. Dass also da ein ganzer Stadtteil umgekrempelt werden sollte und zum Teil jetzt umgekrempelt worden ist und dieser ganze kulturelle Kreis da ja eingeebnet wird oder zerstört wird. Wasser, Mann!